Einen wunderschönen guten Tag. In diesem Video erkläre ich dir das Thema Exponentialfunktionen und ihre Graphen. Wenn du dazu Fragen hast oder Feedback, schreib es gerne in die Kommentare und wir fangen an mit der Funktionsgleichung f von x gleich e hoch x. Hier habe ich dir den Graphen schon hingezeichnet. Was sehen wir hier? Wir sehen, das Ganze geht durch den Punkt 0-1. Ja, wenn du hier für x 0 einsetzt, e hoch 0 ist 1. E ist ja ungefähr 2,7, also 2,7 hoch 0, das ist 1. Und wenn du hier ganz große x-Werte einsetzt, kommen auch ganz große Funktionswerte raus. Deswegen geht der Graph hier, wenn man nach rechts schaut, nach oben. Wenn du ganz kleine x-Werte einsetzt, dann nähert sich das Ganze hier der x-Achse an. Also e hoch minus 1000 wäre ja dann 1 durch e hoch 1000, also 1 durch irgendwas ganz Großes. Ist was ganz Kleines, aber eben nicht 0, immer noch ein bisschen größer als 0. Und wenn wir f von x gleich e hoch minus x anschauen, ist das Ganze umgekehrt. Ja? Wenn du hier was ganz Kleines einsetzt, sagen wir mal minus 1000, dann steht hier ja minus minus 1000, was insgesamt 1000 ist. Und dann haben wir hier e hoch 1000, also ganz große Werte. Und umgekehrt, wenn du große x-Werte einsetzt, nähert sich das Ganze auch wieder oder nähert sich der Graph auch wieder der x-Achse an. Schreiben wir das nochmal etwas genauer auf. Nur nochmal ein, zwei Sachen zur Schreibweise. Also man schreibt dann zum Beispiel, wenn man hier nach rechts schaut, für x gegen plus unendlich. Also wir setzen für das x sehr große Werte ein. Gilt f von x, also die Funktionswerte, gehen gegen, ja, gegen 0. Und man kann diese x-Achse, man kann ja sagen, die Funktionswerte nähern sich der x-Achse an. Und für diese x-Achse kannst du auch eine Geradengleichung angeben. Geradengleichungen sind ja immer y ist gleich, also du kennst y ist gleich m mal x plus c. Hier ist es ein bisschen einfacher, y ist gleich 0. Das wäre die x-Achse, also konstant 0. Und dieser Geraden nähert sich der Graph eben an. Also das ist eine Gerade, schreibe ich nochmal dazu. Und manchmal, kommt jetzt bei uns gleich noch nicht vor, aber manchmal ist es so ein bisschen komplizierter, dass diese Gerade hier auch mal so schief drin liegt. Und dann haben wir irgendwie einen Funktionsgraphen, der sich hier auch annähert. Also hier immer näher kommt an diese grüne Gerade, aber sie nie ganz trifft. Und so eine Gerade, an die sich ein Funktionsgraph annähert, die nennt man Asymptote. Asymptote. Und ja, hier wäre es eine schiefe Asymptote. Wie gesagt, bei uns ist es einfacher, da ist diese x-Achse die Asymptote und das nennt man dann auch waagerechte Asymptote. Waagerechte Asymptote, ja. Schrift geht auch besser, aber ihr habt es ja gehört. Wir schauen uns heute an, was passiert, wenn man sowas hier hat. F von x ist gleich x² mal e hoch x. So, hier haben wir jetzt ein Mal. Wir haben zwei Faktoren und hier stecken jetzt zwei Sachen drin. Einmal dieses x² und einmal das e hoch x. Wie sieht hier der Graph aus? Ich skizziere das mal ganz grob, nur ganz skizzenhaft. X² kennen wir. X² ist, oder der Graph von f von x gleich x² ist eine Normalparabel. Dann kommt hier das Mal. Und dann den Graphen von f von x gleich e hoch x, den kennst du ja auch, haben wir ja gerade besprochen. Geht hier nach oben weg. Was passiert, wenn man das multipliziert? Also das ist, ich mache jetzt schon mal eine Klammer drum, das ist hier nur so skizzenhaft aufgeschrieben. Wie sieht das Ganze dann insgesamt aus? Für die rechte Seite ist es einfach. Ja? Wir haben hier große Werte bei diesem Faktor, x². Wir haben hier große Funktionswerte bei e hoch x. Also werden wir große Werte mal große Werte, sind immer noch große Werte. Es wird hier auf jeden Fall nach oben gehen. Wie sieht es aber auf der linken Seite aus? Hier haben wir, wenn wir x gegen minus unendlich einsetzen, bei diesem Faktor x², dann kommen hier sehr große Funktionswerte raus. Bei dem Faktor e hoch x kommen hier aber Werte nahe der 0 raus. Sehr große Werte mal
was sehr Kleines, was nahe der Null liegt, ist jetzt die Frage, kommt da trotzdem noch was sehr Großes raus? Ich mache es hier mal gestrichelt, geht es nach oben? Oder setzt sich dieser Faktor e hoch x durch und es kommen Werte nahe der Null raus? Also nähert sich hier auch der x-Achse an. Und ihr seht schon, dadurch, dass ich das hier nicht gestrichelt gezeichnet habe, wollte ich schon darauf hindeuten, dass sich der Faktor e hoch x hier durchsetzt. Also der Graph wird sich hier tatsächlich der x-Achse annähern. Und das ist das Erste, was wir uns merken können bei solchen Produkten. Also ein Produkt, weil ein Mal dazwischen ist, x² mal e hoch x, setzt sich der Faktor mit dem e hier durch. So, schreiben wir das noch ein bisschen sauberer auf, so wie du es vielleicht auch in dein Heft schreiben würdest, für x gegen plus unendlich erstmal. Ja, heute habe ich es noch nicht so mit der Schrift, gegen plus unendlich. Gilt, manchmal schreibt man auch das Wort gilt, f von x, das lasse ich hier mal ein bisschen Platz, geht gegen, ja und wir haben es ja schon gesehen, auch gegen plus unendlich. Schauen wir es uns nochmal genauer an, was war f von x nochmal? F von x war x² mal e hoch x und wir können uns ja hier auch nochmal die beiden Faktoren einzeln anschauen. Also x² geht, wenn wir Werte für x gegen plus unendlich einsetzen, geht dieser Faktor auch gegen plus unendlich und dieses e hoch x geht ja für sehr, sehr große Werte auch gegen plus unendlich. Also haben wir unendlich mal unendlich, ist immer noch unendlich. Schauen wir uns das Ganze für Werte für x gegen minus unendlich an. Gegen minus unendlich. F von x ist gleich, ja hier nochmal aufgeschrieben, x² mal e hoch x. Was passiert mit dem x², wenn wir x gegen minus unendlich laufen lassen? Dann kommen hier sehr große Funktionswerte raus, das heißt, das hier geht gegen plus unendlich und das e hoch x geht gegen 0, haben wir hier auch gesehen, bei x gegen minus unendlich geht der Graph hier gegen 0 und hier haben wir dann eben, ja, wie gesagt, unendlich mal 0, wussten wir am Anfang nicht, kommt da unendlich raus, kommt da 0 raus, beziehungsweise geht das gegen unendlich oder geht das gegen 0 und wir haben hier uns gemerkt, e hoch x setzt sich durch, das heißt, das Ganze verläuft gegen 0. Nehmen wir noch eine zweite Funktion, bisschen anders. Nennen wir sie g von x. Und was habe ich mir überlegt? Nehmen wir x hoch 3 mal e hoch minus x. So, wir können auch erst nochmal skizzenhaft hier überlegen. Na, vielleicht ein bisschen größer, wie die Graphen aussehen. X hoch 3 verläuft so, dann kommt das mal und e hoch minus x haben wir ja oben gesehen, e hoch minus x ist sowas. Was passiert hier insgesamt? X hoch 3 möchte nach oben, e hoch minus x möchte zu 0, e hoch minus x setzt sich durch, wir haben hier sehr große Zahlen mal Zahlen nahe der 0, deswegen wird es hier gegen die 0 gehen und hier im Bereich für x gegen minus unendlich möchte x hoch 3 nach unten und e hoch minus x möchte nach oben. Hier haben wir aber jetzt nichts mit der 0. Hier ist jetzt nicht die Frage, was sich durchsetzt, sondern wir haben hier eine sehr große Zahl, aber eben mit einem Minus davor, mal eine sehr große Zahl mit einem Plus davor. Was Großes mal was Großes ergibt weiterhin was Großes und Minus mal Plus ergibt Minus. Das heißt, wir werden hier steil nach unten diesen Verlauf hier sehen. Das, wie gesagt, nur ganz skizzenhaft. Schauen wir es uns nochmal etwas genauer an, dann wird es vielleicht auch noch oder hoffentlich auch noch ein bisschen klarer. Wir schreiben wieder auf für x gegen minus unendlich und schauen uns, oder fangen wir an mit für x gegen plus unendlich
und schauen uns an, was dann passiert. Für x gegen plus unendlich gilt f von x, schreiben wir die g von x sehen wir jetzt, ja. G von x, wir schreiben die Funktion nochmal ab, x hoch 3 mal e hoch minus x. X hoch 3 für x gegen plus unendlich, dieser Faktor geht gegen plus unendlich. Ja, sehen wir hier auch nochmal grafisch. Und e hoch minus x geht gegen 0. Das heißt, insgesamt geht das Ganze gegen 0. Gleiche Begründung wie oben. Das, was hier jetzt neu war, war für x gegen minus unendlich. Ich schreibe es auch nochmal auf. G von x ist gleich x hoch 3 mal e hoch minus x. Und wir sehen, für x gegen minus unendlich geht x hoch 3 gegen minus unendlich und e hoch minus x gegen plus unendlich. Und jetzt merkt ihr, unendlich mal unendlich ist weiterhin unendlich und minus mal plus ist minus, deswegen strebt das Ganze hier gegen minus unendlich. Also die Sache mit dem, was sich durchsetzt, spielt hier erstmal nur eine Rolle, wenn die Frage ist, geht das Ganze gegen 0 oder eben nicht. Wenn die Frage ist, geht das gegen plus oder minus unendlich, dann muss sich ja nichts durchsetzen. Dann haben wir hier einfach Vorzeichen minus mal plus ergibt minus. Das heißt, je nachdem, ob hier x hoch 3 oder x Quadrat steht, kann sich hier natürlich das Vorzeichen ändern. Und das bestimmt dann letztendlich, in welche Richtung der Funktionsgraph dann abhaut. So viel zur Erklärung. Wir machen noch eine Funktionsuntersuchung bzw. eine Kurvendiskussion, sagen auch manche dazu. Und zwar einmal komplett Extrempunkte und Wendepunkte suchen, Verhalten im Unendlichen, was wir gerade gemacht haben, und wir schauen uns nochmal die Symmetrie an. Als Funktion nehmen wir f von x ist gleich 2x mal e hoch minus x. Hier haben wir also sowas mit einem Mal, ein Produkt, hier vorne 2x, hier hinten e hoch minus x. Und für eine Funktionsuntersuchung mit Extrem- und Wendepunkten brauchen wir ja bis zur dritten Ableitung. Und damit fangen wir jetzt gleich mal an, dann haben wir das auch nochmal wiederholt. Wie leitet man hier ab? Hier ist ein Produkt, also gilt die Produktregel. Produktregel heißt ableiten mal abschreiben plus abschreiben mal ableiten. So habe ich es mal in einem ausführlichen Video erklärt. Also 2x abgeleitet ist 2, dann einmal abschreiben, e hoch minus x, dann kommt das Plus, dann, ja, wir können es auch wieder farbig machen, gelb heißt ableiten, grün heißt abschreiben, dann kommt das Plus und dann eben den zweiten Faktor ableiten. Also einmal den ersten Faktor ableiten, den zweiten abschreiben, plus den ersten abschreiben und den zweiten Faktor ableiten. 2x und e hoch minus x abgeleitet, ja, e hoch irgendwas bleibt ja immer e beim Ableiten, aber wir haben hier jetzt noch ein minus x als innere Funktion, deswegen müssen wir das auch nochmal ableiten, das wäre die Kettenregel, dann kommt hier noch mal minus 1, weil die Ableitung von minus x ist minus 1. Das gehört also hier noch dazu. Und bevor wir jetzt die zweite Ableitung machen, würde ich dir immer empfehlen, erstmal zusammenzufassen und zu vereinfachen, weil dann hast du es nachher beim Ableiten einfacher. Also 2 mal e hoch minus x ist 2e hoch minus x plus 2 mal e hoch minus x mal minus 1. Können wir diese minus 1 hier vorne nehmen, dann haben wir eben minus 2 mal x mal e hoch minus x. Schon so ein bisschen zusammengefasst. Und jetzt sehen wir hier 2 mal e hoch minus x taucht hier hinten auch nochmal auf, nur noch mit einem x dazwischen. Wenn irgend sowas bei einer Summe, ja mit einem Minus zählen wir ja auch als Summe, wenn sowas öfter auftaucht, kannst du immer ausklammern. Also könnten wir hier, ja was klammern wir aus, 2 mal e hoch minus x mal, und jetzt wollen wir, dass hier vorne 2 mal e hoch minus x steht, also einfach eine 1 und hier hinten minus x. Ja, nochmal zur Probe. 2e hoch minus x mal 1 ist 2e hoch minus x. Minus 2e hoch minus x mal x wäre minus 2x mal e hoch minus x. Ob das x jetzt hinten oder in der Mitte steht, ist ja egal.
Hier haben wir ein Mal. So, das können wir jetzt nochmal etwas einfacher ableiten, als wenn wir hier oben gleich abgeleitet hätten. F' von x. Auch wieder Produktregel. Das heißt, wir haben einmal abgeleitet, 2 mal e hoch minus x mal die innere Ableitung, also mal minus 1. Dann einmal abschreiben, 1 minus x, dann kommt das Plus, wie oben. Dann den ersten Teil abschreiben, müssen wir ein bisschen hoch, damit die Kamera gleich nicht im Weg ist. Wo waren wir? Ja, den ersten Teil abschreiben, genau, 2 e hoch minus x mal, und jetzt den zweiten Teil ableiten, das ist ja hier einfach nur minus 1. Und jetzt natürlich auch wieder zusammenfassen. Was haben wir hier? Mal minus 1 nehmen wir nach vorne, also minus 2 e hoch minus x mal 1 minus x. Und dann hier auch die minus 1, also minus 2 mal e hoch minus x. Jetzt wieder wie oben, die minus 2 mal e hoch minus x taucht hier vorne und hinten auf, deswegen klammern wir die aus. Minus 2 e hoch minus x mal, jetzt soll hier einmal 1 minus x stehen. Und dann soll hier noch einfach nochmal minus 2 e hoch minus x stehen. Also machen wir hier noch plus 1 dazu. Testen wir kurz, ob es funktioniert. Hier könnte man noch eine Klammer setzen. Braucht man hier aber nicht. Also minus 2 mal e hoch minus x mal 1 minus x ergibt diesen Teil hier. Und dann noch minus 2 mal e hoch minus x mal 1 ist minus 2 mal e hoch minus x. So, das in der Klammer können wir auch noch ein bisschen zusammenfassen. Also ihr seht, hier ist das Ableiten gerade die meiste Arbeit bei dieser Aufgabe. Auch wenn es in diesem Video ja eigentlich gar nicht darum geht. Dann haben wir hier ja 2 minus x. Und jetzt können wir uns noch an die dritte Ableitung wagen. Nochmal ganz ähnlich weiterhin die Produktregel. Minus 2 mal e hoch minus x mal die innere Ableitung, also mal minus 1. Dann einmal abschreiben, 2 mal, Klammer auf, 2 minus x, Klammer zu, dann kommt das Plus, dann nochmal abschreiben den ersten Teil und ableiten, also mal minus 1. So, zusammenfassen. Es tauchen keine neuen Techniken auf, sage ich mal, sondern das ist alles ganz ähnlich wie oben. Minus 1 mal minus, da fällt das Minus weg, mal 2 minus x. Ja, hier minus 1 mal minus fällt weg. Könnte man noch eine Klammer drum machen vielleicht. Ja, Rechenzeichen direkt hintereinander macht man eigentlich nicht. Dann immer eine Klammer drum. Fällt aber sowieso weg. Dann haben wir hier 2 mal e hoch minus x. Und dann können wir dieses 2 e hoch minus x wieder ausklammern, dann haben wir mal, Klammer auf, 2 minus x plus 1, und das ist dann 2, nochmal deutlicher, gleich haben wir es geschafft, 2 e hoch minus x mal 3 minus x. So, das war ja jetzt ein Stück, drei Ableitungen. Eigentlich wollen wir ja, oder war das ja nur die Vorarbeit? Wir wollen Extrem- und Wendepunkte finden. Das ist es nicht mehr so schwer. Wir suchen mögliche Extremstellen. Was schreibe ich denn hier? Mögliche Extremstellen. Nicht Stellem, Stellen. Und wie finden wir mögliche Extremstellen? Indem wir die erste Ableitung, also f' von x, gleich 0 setzen. Unsere erste Ableitung war 2 mal e hoch minus x mal 1 minus x. Also hier natürlich die zusammengefasste Version benutzen. Das soll 0 sein. Und hier haben wir ein Produkt, also gilt der Satz vom Nullprodukt. Wir haben hier zwei Faktoren. Das ist der erste Faktor und das ist der zweite Faktor. Wir schauen, ob wir diese Faktoren zu einer 0 machen können. E hoch irgendwas, also 2,7 hoch irgendwas, ungefähr 2,7, wird nie zu 0. Ja, also hier vorne kommt nie 0 raus.
Und hier kommt 0 raus, wenn wir für x eine 1 einsetzen. Also x1 ist gleich 1. Das ist unsere mögliche Extremstelle. Schreiben wir vielleicht nochmal deutlich hin. Das hier sind ja nur kleine Nebenrechnungen. Also x1 ist gleich 1, haben wir rausgefunden. Diese mögliche Extremstelle untersuchen wir jetzt, um herauszufinden, ob es ein Hoch- oder Tiefpunkt ist oder vielleicht keins von beiden. Kannst auch drunter schreiben. Ich schreibe es jetzt hier nebendran. Untersuchung von x1 ist gleich 1, also von dieser ersten Extremstelle. Was machen wir hier beim Untersuchen? Wir setzen diese Stelle in die zweite Ableitung ein, also f2' von 1 und schauen, ob was Positives oder was Negatives rauskommt. f2' von 1 wäre minus 2e hoch, ich schaue nochmal kurz, was f2' war, ja, e hoch minus x, hier steht's. Also minus 2 mal e hoch minus 1 mal 2 minus 1. Und das ist, ja, 2 minus 1 ist 1, fällt also hier weg. Also insgesamt minus 2 mal e hoch minus 1. Und ja, e hoch minus oder e ist ja e hoch irgendwas, ist immer was Positives. 2 mal das Ganze immer noch positiv, aber hier ein Minus davor, kommt also was Negatives raus. Wenn du es genau wissen willst, kannst du auch einen Taschenrechner ausrechnen, was genau rauskommt. Uns reicht es zu wissen, dass es kleiner als 0 ist. Und damit wissen wir, kleiner als 0 ist eine Maximalstelle. Größer als 0 wäre eine Minimalstelle. Und jetzt wollen wir, jetzt haben wir die x-Koordinate von unserem Hochpunkt gefunden. Die ist 1. Wir wollen noch die y-Koordinate haben. Koordinate. Wie kriegst du eine y-Koordinate, indem du diesen x-Wert in die Funktion einsetzt, also f von 1. F von 1 wäre 2 mal 1 mal e hoch minus 1 und das ja, ist 2 mal e hoch minus 1 und e hoch minus 1 ist ja 1 durch e hoch 1, also haben wir 2 mal 1 durch e und 2 mal 1 durch e, da können wir die 2 nach oben ziehen, dann haben wir 2 durch e. Das ist unsere y-Koordinate. Wenn du dir was darunter vorstellen willst, kannst du es auch in den Taschenrechner eingeben. Da kommt ungefähr 0,74 raus. Ich würde nachher aber diesen genauen Wert benutzen zum Weiterrechnen, also 2 durch e. Wir haben also einen Hochpunkt gefunden. Nennen wir ihn ganz klassisch h mit den Koordinaten 1 Strich und jetzt wie gesagt die genaue Koordinate benutzen, 2 durch e. Das ist unser Hochpunkt. Weitere Hoch- oder Tiefpunkte gibt es nicht, weil wir haben hier vorne ja nur eine Nullstelle bei der Ableitung gefunden. Wie sieht es bei den möglichen Wendestellen aus? Das sind die Nullstellen der zweiten Ableitung. Machen wir auch noch schnell. Mögliche Wendestellen. Wie gesagt, Nullstellen der zweiten Ableitung. F2' von x ist gleich 0. Und das bedeutet in unserem Fall minus 2 mal e hoch minus x mal 2 minus x. Das soll 0 sein. Wir haben wieder ein Produkt, also gilt der Satz vom Nullprodukt. Hier vorne e hoch irgendwas wird nicht 0, mit einer minus 2 davor auch nicht, also das funktioniert hier nicht. Aber hier haben wir, kriegen wir diesen zweiten Faktor zu einer 0, indem wir für x eine 2 einsetzen. Und jetzt nehmen wir auch x2, weil den Namen x1 haben wir ja vorhin schon benutzt, also x2 ist gleich 2. Das ist eine mögliche Wendestelle. Diese Wendestelle oder diese mögliche Wendestelle müssen wir, wie gesagt, auch wieder untersuchen. Ist das wirklich eine Wendestelle? Untersuchung von x2 gleich 2. Was machen wir? Wir setzen diese 2 in die dritte Ableitung ein. Und
Ja, vorhin hat uns interessiert, ob was Positives oder was Negatives rauskommt. Das ist uns hier gar nicht so wichtig, außer wir müssen hier auf Rechts- oder Linkskurven unterscheiden bei Wendestellen. Uns interessiert hier erstmal nur, ob was rauskommt, was gleich 0 ist oder eben ungleich 0. Also ob es positiv oder negativ ungleich 0 ist, ist egal. Hauptsache ungleich 0, dann wissen wir, da ist eine Wendestelle. Dritte Ableitung wäre mit der 2 eingesetzt. 2 mal e hoch minus 2 mal, Klammer auf, 3 minus 2. 3 minus 2 ist 1, also bleibt hier 2 mal e hoch minus 2 übrig. Und 2 mal e hoch minus 2 ist auf jeden Fall ungleich 0. Ja, da kommt nicht 0 raus. E hoch minus 2 ist nicht 0, mal 2 ist immer noch nicht 0. Also haben wir hier ungleich 0. Und dann wissen wir auch wieder, wir haben tatsächlich eine Wendestelle gefunden an dieser Stelle x2 gleich 2. Und wir haben ja bisher nur die x-Koordinate, wir wollen noch die y-Koordinate haben. Wie kriegst du die y-Koordinate? Genau wie oben, wir setzen diese 2 in die Funktion ein. y-Koordinate. Und bitte hier immer diese kleinen Zwischenüberschriften machen. Nicht einfach nur rechnen, auch wenn es einem manchmal unnötig vorkommt, aber es ist einfach viel übersichtlicher. Wenn man mal einen Fehler sucht, ist er viel einfacher zu finden. Und ja, das meiste, was du schreibst, muss ja auch irgendjemand lesen und korrigieren in Klassenarbeiten. Deswegen kleine Zwischenüberschriften. Und selbst wenn du dich mal verrechnest, weiß man zumindest, was du hier machen wolltest, nämlich die y-Koordinate finden. Wir setzen die 2 in die Funktion ein, dann steht hier 2 mal 2 mal e hoch minus 2, also 4 mal e hoch minus 2. Das ist 4 mal 1 durch e hoch 2. Ja, e hoch minus 2 ist 1 durch e hoch 2. Die 4 können wir nach oben nehmen, dann haben wir 4 durch e hoch 2. Wenn man es in Taschenrechner eingibt, würde ungefähr 0,54 rauskommen. Wir haben also einen Wendepunkt, können den aufschreiben. So, muss ich hier ein bisschen nach oben oder mal wieder links weiterschreiben. Wendepunkt nennen wir ihn W und der hat die Koordinaten 2 Strich und jetzt nehmen wir hier auch wieder die genauen Koordinaten 4 durch e hoch 2. Gut, Extrempunkte, Wendepunkte erledigt. Dann schauen wir uns noch die Symmetrie an. Und dann noch schnell das Verhalten im Unendlichen. Symmetrie. So, wie war das bei Symmetrie? Bei ganz rationalen Funktionen war es einfach, da mussten wir nur die Exponenten anschauen. Wenn alle gerade waren, war der Graph achsensymmetrisch zur y-Achse. Wenn alle ungerade waren, war der Graph punktsymmetrisch zum Ursprung. Hier machen wir jetzt diese allgemeine Probe mit dem f von minus x ist gleich f von x oder f von minus x ist gleich minus f von x. Das sind die beiden Tests, die wir machen können, die ganz allgemein gelten. Wenn das hier gilt, also wenn ich in unsere Funktionsgleichung minus 2 einsetze und 2 einsetze, und es kommt das Gleiche raus, und das funktioniert nicht nur bei der 2, sondern auch minus 3 und 3, da kommt das Gleiche raus, beziehungsweise bei allen x-Werten, die ich einsetzen darf, dann wäre der Graph achsensymmetrisch zur y-Achse. Kein Punkt hier zur y-Achse. Wenn das Ganze so ist, dass ich minus x einsetze und dann kommt das gleiche raus, wie wenn ich x einsetze und davor ein Minus schreibe, dann ist der Graph punktsymmetrisch zum Ursprung. Und das müssen wir jetzt eben testen. Also wir schauen nochmal oder ich schreibe nochmal kurz hin, was unsere Funktion war. Ich mache es mal in grün. F von x ist gleich 2x mal e hoch minus x. Das war unsere Funktionsgleichung. Und wir fangen mit f von minus x an, weil beide dieser Tests hier fangen ja mit f von minus x an. Also f von minus x ist gleich. Was passiert, wenn ich minus x hier für das x einsetze? Dann steht hier 2 mal minus x
mal e hoch minus minus x, also e hoch x. Oder eben noch ein bisschen zusammengefasst, minus 2x mal e hoch x. Und jetzt schaue ich, ist das, was hier rausgekommen ist, f von x? Na, passt nicht. Hier vorne ist jetzt ein Minus, hier hinten ist kein Minus mehr. Das kann ich auch nicht umformen, sodass es f von x wird. Also das hier ist nicht f von x. Dann wissen wir schon mal, diese Symmetrie hier gilt nicht. Schauen wir uns noch den zweiten Test hier an. F von minus x ist das Minus f von x. Also hier vorne steht ja schon mal ein Minus, aber hier hinten müsste auch ein Minus stehen, damit hier minus f von x steht. Passt also auch nicht. Also ist es auch ungleich minus f von x. Also hat es auch diese Symmetrie nicht, der Graph. Wir können also aufschreiben, keine der beiden Symmetrien. Keine der beiden Symmetrien. Wenn dir das ein bisschen zu schnell ging gerade, ich habe, wenn du beim Kanal auf Übersicht klickst, bei Klasse 10 noch ein ganz ausführliches Video zum Thema Symmetrie. Da wird das nochmal viel ausführlicher erklärt. Aber dieses Video hier ist, glaube ich, lang genug. Da wollen wir es nicht noch mehr in die Länge ziehen. Wir schauen uns noch das Verhalten im Unendlichen an. Ja, die Funktion wollen wir nochmal zum Abschauen haben. Und ich schreibe es nochmal kurz hin. F von x ist gleich, was hatten wir? 2x mal e hoch minus x. Wir schauen, für x gegen plus unendlich, was passiert? F von x ist ja, wie gesagt, hier 2x mal e hoch minus x. Ja, wir können es nochmal ausführlich aufschreiben. Die eine Minute nehmen wir uns noch. 2x mal e hoch minus x. 2x geht gegen plus unendlich. E hoch minus x geht gegen die 0. Also insgesamt setzt sich e hoch minus x durch. Haben wir vorhin gelernt, wenn es um 0 oder nicht 0 geht. Damit strebt für x gegen plus unendlich f von x gegen 0. Für x gegen minus unendlich gilt, schauen wir uns auch nochmal an, f von x ist gleich 2x mal e hoch minus x. 2x geht gegen minus unendlich. E hoch minus x geht gegen plus unendlich. Und jetzt hier nicht kurz vor Schluss unsauber schreiben. Und so, naja. Und insgesamt unendlich mal unendlich ist immer noch unendlich. Und minus mal plus ist minus. Das heißt, f von x strebt gegen minus unendlich. So viel zu diesem Thema Graphen oder Exponentialfunktionen und ihre Graphen bzw. Kurvendiskussion oder Funktionsuntersuchung von Exponentialfunktionen. Das war ein etwas längeres Video, aber auch nochmal mit viel Wiederholung zum Ableiten, Zusammenfassen, Symmetrie, Verhalten im Unendlichen, Hoch- und Tiefpunkte, Wendepunkte und so weiter. Hier noch die Lernfragen.